Hallo meine Lieben, ich bin die Kati und das ist mein erstes YouTube-Video. Ja, puh, wie fange ich an? Also, ich wollte eigentlich schon immer mal Videos auf YouTube drehen, habe mich aber nie so richtig, ja, hatte nie so richtig Zeit und Muße auch dazu. Und jetzt bin ich eben zurzeit in Elternzeit und habe endlich mal Muße gefunden, mich da mal ranzusetzen. Ich arbeite normalerweise oder habe als Redakteurin gearbeitet für ein Frauenmagazin und habe mich da mit den Themen Beauty, Food, Lifestyle, Reisen und tausend andere Sachen auch noch beschäftigt. Und das sind auch so die Themen, die ich euch gerne irgendwie nahe bringen möchte. Natürlich werde ich auch immer wieder Persönliches von mir verraten, auch wenn das denn mein Mann irgendwann mal zulässt, euch meinen kleinen Sohn vorstellen, der tatsächlich im Moment mein absoluter Lebensmittelpunkt ist. Ihr fragt euch bestimmt jetzt, und wo ist der jetzt gerade? Also im Moment schläft er gerade, deswegen habe ich auch gar nicht so viel Zeit und muss mich ein bisschen beeilen, aber ich habe Gott sei Dank meine Mama hier ganz in der Nähe wohnen, die mir den Kleinen auch immer wieder mal abnimmt und insofern hoffe ich, dass es realistisch ist, dass ich euch ja schon versuchen werde, einmal die Woche mit einem neuen kleinen Video zu erfreuen, hoffentlich zu erfreuen. Ich bin, wie gesagt, blutiger Anfänger und ich bin sehr dankbar für alle Tipps und Hinweise, die ihr so habt. Das ist jetzt wirklich mein allererstes Video, das ich hier gerade mache. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich irgendwie zu laut oder zu leise spreche, ob die Einstellungen alle so passen. Ich habe auch ehrlicherweise noch nicht so eine super Kamera, aber ich wollte mich jetzt einfach erstmal ein bisschen ausprobieren und freue mich dann über jede Menge Tipps von euch. Und ich dachte mal, heute starte ich ganz simpel und einfach. Ich gehe nachher noch shoppen, eine Runde. Und muss mich jetzt in der Zeit, wo der Kleine gerade noch schläft, auch mal fertig machen. Und auf was für Produkte ich so im Alltag schwöre, das ist eigentlich so ein 4-Step-Programm, das wollte ich euch einmal kurz zeigen. Und werde hier auch mal versuchen, das live vor Kamera irgendwie umzusetzen. Bitte seid ein bisschen nachsichtig mit mir, wie gesagt, das ist jetzt das erste Video. Und ja, also wie gesagt, Verbesserungsvorschläge sehr gerne erwünscht. Ich freue mich natürlich auch über Abonnenten und Kommentare und Feedback jeglicher Art. Ja, also der erste Step irgendwie, also ihr seht gerade, ich habe jetzt hier irgendwie noch nicht wirklich was drauf. Die Haare sind auch noch so ein bisschen zertauselt. Aber das werde ich nachher dann kurz irgendwie vor dem großen Spiegel noch machen. Heute früh, also im Prinzip nur eine ganz leichte Feuchtigkeitspflege aufgetragen. Und ja, und jetzt mache ich mich irgendwie fertig zum Weggehen. Also zum Weggehen, zum Shoppen sozusagen. Und ich habe was ganz Geiles irgendwie entdeckt. Ich habe ja, so CC und BB-Creams so im letzten Jahr für mich irgendwie entdeckt und im Moment benutze ich gerade hier diese Aquasource, das Aquasource Gel von Biotherm. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie eine besondere Nuance ist oder so. Hier steht irgendwie Peau Claire Fair Skin drauf, was auch immer. Ich glaube, das heißt aber nur eigentlich, dass es halt eben eine schöne Haut machen soll. Aber ich glaube, es gibt nicht wirklich eine Nuance irgendwie. Das würde ich jetzt erstmal auftragen. So, das macht im Prinzip eigentlich nur so ein bisschen den Teint ebenmäßiger. Im Endeffekt ist das ja auch irgendwie sowas wie so eine Art Primer. Und dieser Biotherm-Duft, da stehe ich ja voll drauf. Aber das ist echt nur meine persönliche Meinung. Ich kenne auch echt viele, die das nicht so gerne mögen, die das lieber mögen, wenn die Cremes irgendwie neutraler sind. Ich mag das total gerne. Das tut auch echt immer gut. So. So, lassen wir das gerade hier irgendwie noch mal so ein bisschen trocknen. Kann ich euch noch mal kurz ein bisschen was über mich auch noch erzählen. Also wie gesagt, ich habe beruflich auch mit dem Thema Beauty viel zu tun gehabt. Und ja, ich merke einfach dadurch, dass man nicht mehr jeden Tag im Job damit irgendwie befasst ist, ist es doch irgendwie was, was mir irgendwie fehlt. Und ich denke, hier auf YouTube ist so ein ganz guter, ja, ganz gute Community, mit der man so seine Leidenschaft so ein bisschen teilen kann. Ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie
unglaublich viel sich schminkt und jeden Tag und so, aber ich mache das schon echt gern. Ich bin da auch echt ein echtes Mädchen, aber dann eher irgendwie halt auch für besondere Gelegenheiten so. Unter der Woche im Alltag bin ich da eher, muss ich gestehen, leider ein bisschen langweilig. So, mein absolutes Highlight im Moment, das ist das Shiseido Natural Finish, also der Shiseido Natural Finish Cream Concealer. Klar, so Cream Concealer gibt es von irgendwie allen möglichen Marken und da gibt es auch haufenweise sehr, sehr gute. Und ich habe da auch sehr, sehr viel ausprobiert, weil vielleicht, wie ihr so ein bisschen sehen könnt, ich habe halt einfach ein bisschen Probleme mit meinen Augenringen. Und da habe auch eine sehr helle, sehr, ja, durchscheinende Haut und habe halt immer schon irgendwie Concealer viel verwendet, auch von schon relativ jung, weil ich halt eben so diese bisschen diese Äderchen habe, die ihr halt irgendwie seht. Und dann sucht man halt immer irgendwie was, womit man halt nicht so irgendwie zugekleistert aussieht, aber das halt so ein bisschen diese Unebenheiten irgendwie ein bisschen ausgleicht. Und zurzeit benutze ich eben gerade, wie gesagt, diesen Shiseido Concealer und ja, der ist in der Nuance Beige Naturell. 2B ist es. Ihr seht ja, ich bin ein relativ heller Hauttyp, aber also die Nuance ist gerade für mich jetzt perfekt. Muss man halt einfach mal ausprobieren, was da für einen selber am besten passt. Ich nehme dann im Endeffekt irgendwie, man braucht auch gar nicht so viel. Also ich habe hier nur so ein Spritzerchen und das reicht irgendwie echt auch schon. Dann so ein bisschen unter die Augen getupft einfach, an die Seiten da so innen rein. Dann so ein bisschen ausstreichen und dann gucke ich irgendwie, wo vielleicht nochmal ein bisschen was ist. Um die Nase rum ist immer so ein bisschen. Das kommt mit dem Alter, Leute. Ja, da habe ich auch so ein bisschen, also ein bisschen rot. So, ein bisschen ausstreichen hier und eben auch unter den Augen und dann halt hier immer noch so ein bisschen nach oben gehe ich dann noch, dass man hier so ein bisschen eine Ebenmäßigkeit reinkriegt. Und jetzt mal schauen, ob das schon gereicht hat, was ich da an Menge genommen habe. Aber mal gucken. Noch so ein bisschen. So. Ihr seht schon den Unterschied, ne? Also das. Fühle ich mich dann irgendwie gleich angezogen. Komischerweise ist, man fühlt sich dann irgendwie einfach allem da draußen besser gewachsen, wenn man so irgendwie seinen kleinen Panzer da aufträgt. Naja, Panzer ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. So. Hoppla. Oh, ich sehe gerade, da kann ich gleich noch ein bisschen was gebrauchen. So. Gott, das ist wahrscheinlich irgendwie ganz schrecklich, dieses Video, aber nein, man muss ja mal irgendwie anfangen. Ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, ich sehe jetzt gerade nicht, ob hier noch irgendwie. Ist da noch was bisschen? So. Ja, und das ist echt schon irgendwie ein Unterschied jetzt, ne? Also das ist irgendwie so. Also klar, ich meine, ist jetzt auch nicht irgendwie 100% deckend, aber das will ich auch irgendwie gar nicht. Also es soll ja irgendwie auch noch natürlich ausschauen. Das ist jetzt übrigens gerade, was ihr da im Hintergrund hört, das ist der Hubschrauber, der hier gerade vorbeifliegt. Wir haben nämlich wohnen in der Nähe von einem Krankenhaus und der Hubschrauber, der kommt irgendwie, weiß ich nicht. Also ich höre den schon gar nicht mehr. Ich sag's euch nur, dass ihr keinen Schreck kriegt, was da so im Hintergrund rumpoltert. So, das war ja schon jetzt Schritt 2. Jetzt passiert auch schon gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Jetzt habe ich hier, was ich auch schon ewig mache und was ich einfach finde, was ein echt super Tipp ist, den ihr bestimmt aber auch schon öfter mal gehört habt. Ich möchte es einfach nur trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber auch dazu sagen. Ich schwöre irgendwie auf weißen Lidschatten, um da so ein bisschen die Augen zu öffnen. Also ich mache das einfach nur bei mir hier. So ein bisschen unter den. Ich trage übrigens, wie ihr seht, irgendwie auch das meiste irgendwie mit den Fingern auf. Ich bin so ein. Ja, ich bin so ein Fingermensch. Ich brauche das irgendwie so. Ich komme mit so Pinseln und Applikatoren. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei mir. So kommt die also schön. Mal ein bisschen weißer Lidschatten. Hier auch nochmal so ein bisschen innen rein. Ja, so.
Das ist übrigens, ja, das habe ich ganz vergessen, das ist von Make-Up Factory, so ein Matt Eyeshadow und das ist die Nummer 41. Ich glaube irgendwie Charming White oder so. Charming White hatte ich irgendwie nachgeguckt, um euch das auch verraten zu können. Und irgendwie hält der bei mir auch ewig. Ich weiß gar nicht. Also ich weiß nicht, ich habe den jetzt irgendwie schon 1-2 Monate in Benutzung. Und so richtig viel ist jetzt irgendwie noch nicht weg. Was eigentlich ganz gut ist. Also auch ganz gut ergiebig. So, das war das. Und dann zum Schluss. Meine Mama schimpft mich immer, wenn ich so ohne Lippenstift oder irgendwas auf den Lippen aus dem Haus gehe. Ich bin bei den Lippenstiften immer noch so ein bisschen am Rumexperimentieren. Also grundsätzlich mag ich immer so Lipglosse oder Liptints oder sowas in die Richtung lieber als jetzt so einen kompakten Lippenstift. Haben natürlich immer so ein bisschen den Nachteil, dass die nicht so wirklich eine intensive Farbe haben. Aber so im Alltag finde ich das auch eigentlich gerade ganz gut, wenn das nur so einen Hauch von Farbe hat. Also ich bin eh, wie gesagt, ich male mich eh nicht gerne so an. Ich mache eher nur so ein bisschen, ja, dass man eben so nett ausschaut, ohne jetzt irgendwie angemalt auszusehen. Ja. So, und jetzt habe ich hier für mich, wo ich mir erst dachte, eigentlich bist du da vielleicht schon ein bisschen zu alt dafür. Aber die sind echt geil, die Teile. Das sind die Color Sensational Pop Sticks von Jade Maybelline. Und ich habe die Nuance Tropical Pink. Und der macht mir einfach schon so erstmal gute Laune, weil wenn ich den aufschraube und dran schnupper, dann riecht der so nach, ja, nach so Süßigkeiten irgendwie. Ich finde das gut. Und ich werde jetzt mal ein bisschen was auftragen. Ihr seht, das ist jetzt nicht so die krasse Farbe, aber ja. Ich trage auch immer irgendwie alles völlig unorthodox auf. Also ich hatte echt schon so ein paar Treffen mit irgendwie so Make-up-Artists von Firmen und so. Und wir haben das eigentlich auch alle uns immer ganz, ganz nett gezeigt. Ich mache das aber irgendwie ein bisschen unorthodox. Aber mein Gott, hat jeder halt so seine Methode. So. Ist quasi nur so leicht angepinkt. Ja, irgendwie so. Jetzt bin ich theoretisch fertig zum Lostigern und habe aber jetzt offensichtlich noch ein bisschen Luft, weil mein Kleiner schläft noch. Der hat sich jetzt noch nicht gemeldet übers Babyphone, was ja mal ganz gut ist. Dann werde ich jetzt die Zeit einfach mal nutzen, um an meinem Video ein bisschen rumzubasteln und das für euch noch schön zu machen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das irgendwie anschaut, liked oder sonst welche Kommentare hinterlasst. Und wie gesagt, ich werde einfach versuchen, jetzt immer so einmal die Woche mindestens, hoffe ich, kriege ich hin, euch eben, ja, von Reviews bis Beauty-News bis Sachen, die mich irgendwie ganz geil finde. Ich wollte auch unbedingt, was ich gesehen habe, was irgendwie wahnsinnig viele machen, was ich echt geil finde, diese Hauls, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und ja, vielleicht auch mal irgendwie so ein Follow Me Around und gern euch auch sonst meine irgendwie Tipps und Tricks im Alltag näher bringen. Vielleicht ist auch mal ein Rezept dabei. Bestimmt auf alle Fälle mal die ein oder andere Serienempfehlung, Buchempfehlung und was mir halt an so Nettem noch so unterkommt und was ich euch gerne zeigen möchte, das werde ich euch dann hier präsentieren. Und wie gesagt, denke ich auch, dass ich euch irgendwann mal auch meinen kleinen Sohn vorstellen möchte oder vorstellen darf, wenn der Papa das zulässt. Der Papa ist ein bisschen kamerascheu, der hat auch irgendwie so einen Let's Play-Channel, da filmt er aber irgendwie nur, wie er das spielt und da ist er selber gar nicht zu sehen. Also der ist so ein bisschen öffentlichkeitsscheu, was aber auch völlig okay ist, das muss ja jeder für sich selber wissen. Und ja, das war es jetzt, glaube ich, erstmal von mir für den ersten Shoot hier sozusagen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch. Und bis ganz bald. Eure Kathi. Tschüss.